Der erste Abschnitt unserer heutigen Tour führt uns über Val d'Isère zum Col de Iseran hinauf. In Val d'Isère die erste Umleitung. Später wussten wir auch warum. Bikertreffen. Hans-Erich hatte unterwegs schon angehalten, um ein Foto zu machen. Hans-Erich, hier gibt es 1 Million und mehr schöne Aussichten. Man kann nicht überall anhalten. Und Val d'Isère im Tal. Genau, da schwenken wir jetzt mal rüber. Val d'Isère. Von da unten sind wir gekommen. Hinauf zum Col de Iseran auf 2770 Meter. Col de Iseran. Weiter geht es Richtung Modène. Da kommt Hans-Erich. Ich muss doch mal schauen, dass der Gerzi das ja ein tolles Motiv entdeckt hat hier. Ja. Oh, eine tolle Burg. Die Festung Marie-Therese. Mit letztem Blick auf die Festung geht es hinauf zum Col de Telegraph auf 1566 Meter. So, wo ist das Bikertreffen hier? Am Col du Telegraph. Franzosen, Belgier, ja, Italiener. Alles da. Auch paar Deutsche. Nee, ich hab ja jetzt ein Selfie hier, Hans-Erich. Ach so, ja. Selfie-Video. Ja, da muss ich doch damit drauf. In Valois war klar, warum es am Telegraph so voll war. Großes Harley-Treffen. In Valois ist übrigens jeder Kreisverkehr mit einer großen Holzplastik von regional typischen Tieren bestückt. Bevor es hinauf zum Galibier geht, auf 2642 Meter, haben wir in Le Vernays lecker gespeist. In Valois war es einfach zu voll.
So, kurz unter dem Galibier. Oh ja, ja, durch die Harleys. Da oben ist eigentlich der Galibier. Von da wollten wir eigentlich Hans Erich ein Foto machen, aber durch die Harleys ist das hier zum Kotzen. Kein Platz, alles voll. Kein Platz, alles voller Harleys. Abwärts geht es über den Col de Lauterette mit 2058 Metern in Richtung Briacon. Von Briacon, der Stadt mit den drei Alpenfestungen, geht's hoch hinauf auf den Col de Isoire. Col de Isoire. Da steht's. 2360 Meter. Hans Erich. Und unten in Briacon waren's 33 Grad. Und hier sind's aber auch immer noch 28 hier oben in den Bergen. Ja. Das letzte Trailstück unserer Tagestour führt uns hinab nach Gillestre, wo eine tolle Unterkunft auf uns wartet. Für 76 Euro haben wir 76,60 haben wir heute ein ganzes Haus gemietet für eine Nacht. Allerdings müssen wir uns nachher um das Frühstück selber kümmern. Hier das eine Zimmer, hier die Dusche mit Waschmaschine, die wir nicht brauchen. Und natürlich die Toilette muss auch sein. Hans Erichs Zimmer. Jetzt muss ich ein bisschen hochschwenken, dass ich das kleine Höschen nicht mit drauf kriege. So, hier das Zimmer mit dem Fernseher und eine komplette Küche. Und eine schöne Terrasse.